zusammen. Und welcome to your to the English mates, but my English is too bad to cast on English. If I make some more English, stop. My brain. Sorry, man. Sorry, guys. For that, but my English is einfach. It's not good enough. I need to think very, very slowly to make a good. I need a translator. Yeah. Happy to be there. It's okay. And ich freue mich. I'm happy you look up for that game with me together. Your English is great, but you think yes. I'm really literary. The words are bad too, and the translation. Yeah, I think German. I think German only. You have right, and that's my problem for that. But I'm a emotional caster and a hype caster, and I can. That make better on German than on English. If my English was better, I think I was very good, but so it's only for the Germans. Okay, wunderbar, dann hoffe ich mal, du wirst hier verstehen, was abgeht. Wir sind hier wieder zusammen getroffen, ja. Der gute Albi hier unterwegs mit euch zusammen. Gleich ziehen wir uns rein. Gamer Legions aus Schweden gegen die Polen. Von Pact und wir haben jetzt das erste Mal, glaube ich, Gamer Legion auf dem Schirm. Davor Pact jetzt schon das zweite Game, glaube ich. Was wir übertragen haben. Pat nicht mit dabei. Normalerweise sind wir zu zweit unterwegs. Der gute Pat kommt später zu dem nächsten Game, dann gegen Unicorns of Love. Eventuell dazu, wenn nicht später, Movistar Riders gegen die Jungs von Singularity. Die könnten auch dabei sein. Oh, und Gotti, vielen, vielen Dank für diesen Host, für diesen Support. Ich hoffe, du hattest einen nicen Sproutcast. Ich habe gesehen, Sprout hat ganz, ganz, ganz glücklich gewonnen. Ja, am Ende mit einem 16-14, weil der anscheinend der Spieler von den Gegnern von, wie hießen sie jetzt? Die als Gegner waren, Whistler Krakow, ne? Irgendwie Engine Mega. Die mussten einen Mega-Lag gehabt haben. But Simon Persen and Botter, please. English or German, please. I beg you, please. English or German in chat, and then it's okay. And ich glaube, es gibt einen neuen Server, wie es aussieht. Die IP scheint echt gut zu sein. I need to ask. Und dann hoffe ich mal, dass irgendjemand am Start ist. Aber ich bin gespannt, wie die beiden Teams zu performen. Pact hat echt ein gutes Standing gehabt bis dato. Aktuell stellen wir mal rein. Gestern hat man verloren, ja, gegen ein sehr, sehr starkes... Nee, Pact war gut dabei. Moment, bevor ich das falsch erzähle. Ich verwechsel die, glaube ich, gerade mit Spirit. Diese Vorbereitung wieder mal. Wenn man ganz viel macht, wenn man von Arbeit kommt und casten möchte. So sieht's aus. Albi Englisch. Ja, wir lassen es lieber Gotti, ich weiß. Aber ich versuche ja, die Leute, wenn sie Fragen haben, versucht irgendwie, du weißt, ein bisschen zu beantworten, das ganze Ding. Du weißt. Also, vielleicht hast du meinen Text gelesen? Ja? Du warst neugierig. Ja, so sieht es nämlich aus, wenn die Russen den englischen Stream übernehmen. So, wo steht Pact? Pact aktuell auf dem 8. Platz, 6-4. Und ich glaube, die hatten jetzt das letzte Spiel, das hatten wir gestern gecastet, gegen Giappaleno. Und Giappaleno hat hier schön ganz klar gewonnen mit dem 16-8 und das war schon eine starke Leistung. Und die haben mich sehr überrascht. Giappaleno hat vorher verloren gegen AGO. 16-13, es war close und am Ende, wir dachten es wird close, aber dann war es doch nicht so close. So, der Server scheint leer zu sein, findet das Spiel nicht statt, wird rescheduled, ich weiß es nicht. Das war ja zu viel. Das ist natürlich schade, Gotti. Was denkst du, was ich da schreibe?
Zell, moin. Ja, moin. New Server for Gamer Legion. I have it. Alles gut, though. Wait, I need the translator for Swedish. I will translate with the app or something. ich hab unten einen Translator, du bist ein Arsch, ey. Du bist ein Arsch. Lol. Gotti. Oh, es geht schon los. Das geht jetzt aber flott, deswegen sofort rein in diese Partie und viel Spaß mit Gamer Legion gegen Antike Pact. Schweden gegen Polen. Es geht hier zur Sache. Und die Messerrunde geht an Gamer Legion. Die werden, denke ich mal, hier auf Train auch direkt als CT durchstarten. Ich habe auch gerade gelernt, natürlich. CT-Seite ist hier schon favorisiert, auf jeden Fall. Auf dieser Map. Man muss es bloß gut runterspielen, die Pistole gewinnen, Geld aufbauen und dann sollte es alles kein Problem sein. Aber mal gucken, was Pack jetzt hier zeigt. Gamer Legion auf jeden Fall laut der aktuellen Tabelle Favorit. Ist, glaube ich, in den Top 3, Top 4. Werden wir die nebenbei mal aufmachen, noch schnell. Musik. Musik ist ja an. Ey, danke dir. Ich hasse das. Ich muss das unbedingt auch da umstellen. Warum da Ingame-Musik ist. Vielen, vielen Dank, Gotti. Ja, ich hab's schon gemacht, die Mucke. Mucke ist aus. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Dankeschön. Sonst denke ich immer dran, aber dieses Mal. Ach so, ja, da gehe ich lieber komplett live. Ja, später live. Oh, jetzt geht auf den Spot rauf. Dennis mit dem Double Frag hier von Gamer Legion. Easy peasy, aber es geht weiter. So, Ball geht runter, fake nochmal hier am Pop-Dog. Und kann den Fake machen, macht er auch noch gegen Rusty. Wir haben das 3 gegen 3. Und man ist auf dem A-Side drauf und muss es bloß irgendwie platten können. Und Lunatic mit dem Plat. Was ist mit Dennis? Macht er noch den 3K hier gegen Minais? Der steht schon rechts. Oh, noch gegen Sobol, gut in Chart. Aber Minais steht halt noch close. Und den hat man vielleicht nicht auf dem Schirm. Minais macht den Fake. Nee, macht er nicht. Und das ist Dennis mit dem 3K, mit dem 4K. Dennis! Ja. 4K für Dennis. Hampus hat den letzten geholt. Das ist die Runde für Gamer Legion. Zum 1:0 hier auf Train. In diesem Duell Gamer Legion gegen Pact. Und wenn wir genau auf Scoreboard gucken, Gamer Legion mit 9:3. Ganz oben mit dabei. So ein starker Spitzenspieler. War auf jeden Fall gut gespielt von Dennis. M4s sind 3 Stück vorhanden. MP9, Scout. Man will natürlich direkt hier weiter Druck machen. Pact hatte den Bombenplant. Und wie ist das denn hier los? Man, untypisch hier für die ganze Pro-Szene, würde ich sagen, ganz oben. Man hat überhaupt nicht reingekauft, ne? Also man hat hier nicht geforst. Man spielt hier nur 3 P250 und 2 Glocks. Und ich gehe davon aus, dass man hier nächste Runde dann einfach direkt mit den 6 auftrumpfen möchte. Und das ist natürlich auf Train, auf so einer Map, die sehr, sehr lange Geraden hat und auf sehr weite Distanzen gespielt wird, die perfekte Waffe gegen die CTs. Und wenn das dann perfekt durchgezogen wird, denke ich ganz klar, sollte man hier ein paar Runden holen können. Was ist mit Freddy? Oder Fred Deep? Der wartet dort auf jeden Fall noch, aber da wird keiner kommen, denn der Explosionsscore kommt hier auf jeden Fall aus dem Pop-Dog. Dennis ist ready. Für den ersten, den zweiten, den dritten. Wie viel Frags macht ihr? Hampus hilft wieder. Wieder der 4K für Dennis. Double 4K für den Dennis. Und wieder Hampus mit dem Steal. Ja, es wäre das Ace wahrscheinlich gewesen. Der hat Bock. Mal schauen, was abgeht. Ich nenne die nicht wirklich Sig. Natürlich nenne ich die Sig. Was soll ich sonst sagen? Das ist eine Sig-Kommando. Also, Sig. Na klar. Es gibt die Steyr Ork und die Sig Kommando. So kenne ich die Waffen noch von früher. Deswegen heißt sie nur Sig. Also jetzt nicht kritisieren. Kritisiere und dein Gas, mein Freund. Waffenrunde für Pact. Und da sieht man nur eine Sig auf seiner Seite und drei
AKs, die AWP, bei Minace, also trotzdem solides Waffenlineup plus gute Utility. Gamer Legion spielt die Waffen nochmal, plus mehr Utility. Grade hier nicht ab. Save das Geld, was man gerade hier reinbekommen hat. Aber wie man ja allgemein weiß, CTs sind so teuer. Da hast du so viel Money auch nicht. Und die Jungs von Pact müssen jetzt hier den richtigen Weg finden, irgendwie auf irgendeinen Spot zu kommen. Und man sieht ja schon, hier oben, Goofy und Minice wollen eventuell gleich angreifen über den Kistengang. Wenn man da Rusty rausnehmen kann, der wartet schon relativ offensiv hier in der Smoke. Und eventuell wird der ein Problem für Minice und der war im Zoom, wird rausgeschossen. Und da muss der Counter-Track jetzt auf jeden Fall da sein von Goofy. Schöne Molo, jetzt gibt er sich vielleicht die AWP, da kommt er noch einfach weggesprungen. Kein Problem für ihn. Schönes gemacht hier von Gamer Legion, den guten Rusty. Nicht Rufy, sondern na, doch Goofy war es, der auf ihn gekommen ist. Und das war ein guter Frag. Jetzt Rusty macht er noch einen zweiten. Lunatic ist raus. Wie viel Schaden hat er bitte diese MP9 gemacht? Perfekt gelaufen. Goofy mit dem Double Frag dazu. Darko auch nochmal mit einem. Und wir haben das 1 gegen 3. Die AWP liegt noch im Kistengang. Könnte man mitnehmen. Er hat die Sieg sich jetzt gegönnt. Bombe hat er auch noch. Von hinten ist auf jeden Fall Hampus wieder da. Der hat schon immer ganz gut rasiert. Da kann man nochmal ausweichen. Darko kommt nochmal weg. Darko im Duell hier gegen Dennis. Es sind wieder die beiden Spieler. Die Molo kommt. Und er macht beinahe noch den Frag. Es reicht aber nicht. Dennis und Hampus. Wir die beiden, die hier schon die ganze Zeit ja, am Schluss leben. Oder die Jungs von Pact auseinandernehmen. Überleben die ganze Runde Nummer 3. Und holen somit den nächsten Zähler aufs Konto. Pact geht ohne Bombenplant in die nächste Runde. Geht hier in den Pistol Force. In den leichten. Und mal gucken, ob man schnell oder langsam spielt. Alles klar, Gott, okay. So, Rusty wieder mit dem ersten Frag. Macht dann auch den zweiten. Keine Chance hier mit den Pistols. Draken gehört sich auch noch. Gamer Legion gerade sehr, sehr stark. Klar, es sind nur die Pistols. Aber Draken macht sogar noch mal ebenbürtig mit der USP. Kämpft er hier gegen die Pistol. Kein Problem für ihn. Momentum ist schon direkt aufgebaut. Antika Pact muss jetzt langsam reinkommen in dieser Partie. Dennis ist der Beast. Ist es der Dennis von Sprout? Nein, oder doch? Ach so. Ist ein anderer, ne? Ja, Dennis, 10 Kills und 0 Tode. Läuft bei ihm. Jetzt der Darko hier wieder abgemollert. Muss jetzt nach vorne pushen. Könnte vielleicht noch was machen. Bleibt aber erstmal versteckt hier in der CT, in der Terrormitte. Jetzt pusht er raus. Rusty sieht den Spieler frühzeitig. Jetzt gibt es nochmal eine Mollo hinterher. Die kommt perfekt hier geflogen. Und die Frage ist halt, wie viel Damage kann dann hier noch passieren? Minice mit der AWP wieder. Konnte noch keinen Frag machen, denn Rusty hat was getan vorhin mit ihm. Aber diesmal der Counter-Frag. Die Revanche gegen Rusty, der vorhin noch mit der MP9, wie gerade schon erwähnt, ja, oder ich erwähnen wollte, den Fracking gemacht hat. Jetzt die Überzahl für Antika Pact. Kann das die erste Runde werden oder werden Hampus und Dennis am Ende wieder diese Mauer sein, die es heißt zu überwinden aus Sicht von Antika Pact? Draken zielt nochmal ab, sieht den Sprung. Hier nochmal in der Terrormitte. Und man sieht, die Terrors, die Ts verschieben und laufen langsam hier bei 50 Sekunden auf der Uhr Richtung den B-Spot. Da wartet Hampus. Minice immer noch weiter hinten, checkt hier noch ab. Weiß auch noch nicht so ganz genau, wo er hin soll. Darko im Rücken von den Jungs. Unterstützenderweise wartet hier am Pop-Dog. Nicht, dass irgendein CT nochmal aus der Mitte kommt. Und hier kommt Goofy raus. Macht doch mal einen wichtigen Frag jetzt hier aus dem Kistengang. Und damit ist man auf jeden Fall in der Mangel so ein bisschen. Aber Close Position Hampus. Macht doch einen. Hampus ist hier zweiten. Zum Glück für die Jungs von Antika Pact. Aber Fred Deep wartet hier noch auf Goofy. Goofy hat ihn gesehen. Was für ein schöner Schulterpeak von ihm. Und was macht Draken? 19 AP und Fred Deep. Die beiden Spieler bei Gamma Legion noch am Leben. Können sie den Retake jetzt noch hier spielen? Oder mit Antika Pact das Team runterspielen? Man sieht auf jeden Fall erstmal noch den guten Darko, nee, Goofy hier, der nochmal komplett über den Pop-Dog rotiert. Möchte die bessere Position haben. Freddy vorne, Lunatic raus. 2 gegen 2. Die AK für ihn. 25 Schuss hat er am Anschlag. Jetzt gibt es nochmal eine Smoke, gibt es nochmal eine Flash. Der Goofy jetzt muss jetzt einfach rumpieken. Macht den Frag gegen Freddy. Und das ist Draken gegen Goofy. Und der hat zwar auf jeden Fall die Diffuse-Kill, aber es ist zu wenig Zeit. Man möchte escapen. Goofy wartet nochmal. Kriegt den Fuser nicht mit und der stirbt oder überlebt. Überlebt sogar diesen, die Explosion.
Auf der anderen Seite Draken auch. Oh, da stirbt er. Nein, bitter. Weil er noch rumspringt. Stirbt er hier noch. Eieiei. Aber trotzdem, der erste Punkt für Antiqua Pact gegen Gamer Legion. Super wichtig für die Polen hier. ABC Official, ja, oder ja, wo ist Norderwind? Norderwind spielt heute nicht, wurde anscheinend ein neuer Spieltag ausgemacht. Deswegen, dafür spielt Gamer Legion gegen Pact. Oder es war vielleicht auch ein Fehler. Aber gestern Abend war es auch auf LTV noch. Wurde abgeändert auf Gamer Legion gegen Antiqua Pact. So, nächste Runde. Geld ist auf jeden Fall da bei den Jungs von Gamer Legion, bei den Schweden. Die haben weiterhin Bock. Müssen natürlich jetzt, wenn sie weiter am Ball bleiben wollen, diese Runde ganz klar sofort wiederholen. Antiqua Pact mit all den Verlusten und dem Sieg aber, haben nochmal eine Waffenrunde, aber gefühlt ist sie extrem schlecht. Das sieht aus wie eine Force Buy bei, keine Ahnung was, obwohl die Runde gewonnen wurde. 3 Galils, 2 AKs, nicht solide. Damit muss man hier performen. Und was jetzt, was Gamer Legion gezeigt hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass Pact damit jetzt hier rasieren kann. Aber vielleicht eine Explosionskurve auf dem B-Spot. Und da geht es ins 5 gegen 1. Hampus alleine auf dem B-Spot. Man rotiert auch schon. Dennis ist da. Draken ist auch noch da. Hampus mit einem. Draken mit einem. Hampus mit 2. Und dann sieht es gut aus. Hampus mit dem dritten. Frag. Und wir haben nur noch einen Spieler hier bei Pact. Und das war fast die Flawless-Runde für Gamer Legion. Easy peasy für Hampus. Hält hier diesen Go auf von unten. Ganz bitter gelaufen und gefühlt sind da gar keine Granaten geflogen aus Sicht von Antiqua Pact, obwohl man doch ein paar hatte. Keine Chance. Gamer Legion wirklich gerade super solide am Game. Aiming richtig gut dabei. Rotation ist sofort da. Man hat auch 2 Spieler ja da gehabt, schon auf dem B-Spot. Aber so mal so nach rum. Passt es nicht. Minais einfach aus der Mitte einfach raus. Wollte Information, keine Ahnung. Wollte überraschen, aber die Position von Draken ist da. Frag sitzt. 5 gegen 4. Es ist nur eine Pistol Force mit den Deagles. Das kann immer wieder krass werden. Mal gucken, ob jetzt vielleicht noch ein Klick jetzt hier gegen Freddy passiert. Auf jeden Fall geht Lunatic vor. Schon in die Smoke. Wartet hier noch auf das Faden. Jetzt sieht es gut aus. Hampus parallel zur Bowl. Darko mit einem guten Klick. Und jetzt der Lunatic. Oh, auf den Close Fight. Wird rausgenommen. Er macht immer guten Schaden. Reicht aber nicht für Goofy. Der muss aufpassen. Und zurückziehen. Darko stirbt auch noch. Hier kann kein weiteren Klick landen. Konnte nur Rusty rausnehmen. Oder in dem Fall war es halt nicht Darko, sondern Sobol. Und wir haben das 1 gegen 4. Deagle gegen 3 AKs und 1 AWP. Wird theoretisch jetzt gleich 6 zu 2 stehen. Aber vielleicht kann er noch ein oder zwei Spieler mitnehmen. Wäre nicht verkehrt. Nur so ein paar Klicks gehen ab. Aber oh, oh. Fred Deep. Frühzeitig geschossen. Holt hier Goofy ab. 6 zu 1 für die Schweden. Pause gecallt. Ich gehe mal davon aus, dass es hier für Antiqua Pact die Pause gibt. Um sich ein bisschen zu besprechen, wie man hier was machen kann. Gefühlt kann man jetzt noch nicht viel sagen. Die Jungs von Gamer Legion haben einfach ein super Momentum, starkes Aiming. Ja, haben auch im richtigen Moment die richtigen Riecher, wenn man überlegt. Rusty, sehr weit offensiv, stellt sich einfach in die Smoke, holt diesen wichtigen Frag. Dann nächste Runde geht man ein bisschen offensiver weiter in Richtung Efeu durch den Kistengang und holt dann auch nochmal Informationen fürs Team. Die eine Runde, die man verloren hat, wo hat sie eigentlich angefangen? Das ist jetzt gar nicht in meinem Kopf drin geblieben. Da hatte man auch auf den Baseball angegriffen, ne? Und da hat man mit 3 Spielern überlebt. Und trotzdem wurde es immer richtig knapp. Denn die 2 Spieler von Gamer Legion konnten fast alle rausnehmen. Ich finde persönlich auch, Train ist keine leichte Map. Gamer Legion ist halt im Vorteil, hat es gut gemacht und kommt jetzt auch schon in so ein kleines Polster rein vom Geld her. Deswegen wird es auch extrem schwer für Antiqua Pact jetzt hier zurückzukommen. Man braucht jetzt einfach diese Runde und die nächste. Und dann kann man davon erstmal zehren, denn die AWP wird locker 2 Runden nicht vorhanden sein bei Gamer Legion. Und diese Doppel-Nate war richtig stark, Darko. Nur noch 26 AP. Und da weiß man auf jeden Fall, dass vorne
zwei offensive CT-Schüsse. Und da ist Dennis. Der macht den ersten, der macht den zweiten. Hilft dir seinen Mate. Fred Deep gönnt sich noch einen. Dennis rennt nochmal weg, macht er noch einen. Wird angeschlossen, aber gönnt sich. Macht den 4K. Dennis, diese Maschine. Das dritte Ding. Dreimal 4K. Wie viel Damage macht der overall fürs Team bei Gamer Legion? Was für eine Maschine, der Typ. Wir gucken mal rein. Der fällt extrem auf. Kill Death. Unglaublich. Wie viel Schaden der hier austeilt für sein Team. Was würde Gamer Legion zum heutigen Abend machen ohne ihn? Halleluja. Ein Tod, 15 Kills. Und das ging halt wieder so schnell, ne? Weil man so schnell aus dem T-Spot, T-Mitte rausgekommen ist, hatte man keine Chance. Und es war einfach gut gemacht von den beiden Spielern vorne. Die beiden Granaten zuerst, dann lagen da Smokes, dann gab es die Support-Flashes von den anderen Kollegen. Und man konnte einfach die Spieler abfahren. Man konnte Dennis einfach nicht rausnehmen. Das war ein Problem. Jetzt wieder ein offensiver Peak von Rusty. Diesmal wird er ein bisschen bestraft. Kann gut Schaden machen. Aber man muss ja sagen, er hat hier die Sick gehabt. Und Goofy die P250, also. Schauen wir mal. Langsamer Aufbau von Pact. Man hat ja Utility, wie man sehen kann. Relativ viel sogar. 4 Smokes, 3 Molos, sogar 5 Smokes sehe ich gerade. 4 P250 und eine CZ. Und jetzt soll es vielleicht gleich so ein Execute-Go geben. Mit den Smokes und Co. Flashes hinterher. Und dann gucken wir mal, was jetzt hier gleich passiert. Man hat hier ein paar Spieler am Start. Oben wartet noch einer. Die Molos fliegen etc. PP. Hampus ist ready. Ist schon Todesbild. Wird aber unterstützt von seinen Mates. Überall sind die Gamble Legion Boys. Ja, und dieser Go mit den schönen Utility-Smokes, Flashes, Molos etc. pp. Wird versucht hier von der TK-Pact, aber keine Chance. Gamer Legion steht perfekt. Überall wird supported. Man hilft seinem Kollegen, der ganz vorne stand. Und ja, Hampus, glaube ich, musste gar nichts machen. Gefühlt. 8-1, Gamer Legion fährt hier gerade über Pact rüber. Gleich danach um 18 Uhr spielt der Unicorns of Love gegen Pact. Ich hoffe natürlich, dass Pact als Unicorns of Love-Fan aus meiner Sicht dann nicht gerade so on fire ist, on top ist, weil man vielleicht ein bisschen gedemütigt wurde jetzt hier oder einfach das eine Klatsche bekommen hat. Das Spiel ist natürlich noch nicht vorbei, aber es fühlt sich gerade extrem dominant an. Es ist brutal, was hier Gamer Legion zeigt. Aber Mina ist jetzt wieder mit dem First Flag, jetzt mit der AWP. Hat er schon einmal geschafft. Und dann wurde diese Runde auch, glaube ich, gewonnen. Aber was macht Draken? Der kontert erstmal direkt. Kriegt einen Schuss ab. Macht Draken noch einen. Draken mit dem zweiten Schuss. Versuch passt aber nicht. Aber Dennis ist ja da. Der ist immer eine gute Bank. Dennis macht den nächsten oder was? Der gönnt sich den ersten. Dennis auf Distanz zum zweiten. Dennis diesmal nicht mit dem 3K. Wird rausgeschossen. Wir haben das 1-on-1. Minace gegen Rusty. Die Bombe liegt vorne. Und kann Minace diese Runde holen fürs Team? Es wäre wichtig. Geldtechnisch hat man bei Gamer Legion so viel Geld. Aber der Plan geht erstmal durch. Und das ist natürlich auch gut fürs Konto. Bei Minace und bei Pact. Jetzt weiß man Bescheid, wo er ist. Die Flash kommt. Jetzt geht man einfach schnell durch. Und hat Minace ihn gesehen? Jetzt die Information war gut. Gespielt von Rusty. Rusty oder Minace. Es sieht gut aus für Rusty, aber Minace geht vor. Und er sieht ihn. Oh, schön gemacht von ihm. Schöner Schuss. Hier aus diesem scharfen Winkel. Und somit kriegt Antiker Pact den zweiten Punkt hier in der ersten Hälfte. Gamer Legion aber mit den 8 Punkten, wie man ja auch sehen kann, haben schon die erste Hälfte sozusagen für sich entschieden. Und das Geld bei den Jungs ist natürlich jetzt verbrannt, aber allgemein hat man auch so viel Geld gehabt, man hat alles wieder. 4 M4s, 1 AWP. Voll Utility, alle die Fuse-Kits, die man halt so braucht. Aber Minace wieder geboostet. Schön gemacht hier. Von ihm die Granate könnte ganz vielleicht gut treffen, dachte ich. Trifft aber überhaupt nicht den guten Minace. Und somit wieder die Überzahl erstmal für Antiker Pact. Vielleicht der Anfang für die Jungs aus Polen, um sich wieder hier Punkte anzuhäufen. Vielleicht zum 8-7 sogar zu spielen. Und dann es für Gamer Legion nochmal richtig schwer zu machen. Oder war das jetzt einfach nur ein Ausreißer hier? Und Gamer Legion macht jetzt gleich den Sack zu. Frage über Fragen. Wir können jetzt einfach nur noch 1:10 warten. Und schauen, was passiert.
Sowohl mit den Anschüssen versuchen, aber passt nicht. Dennis ist wieder mit dem Frag. Close it, Rusty. Und der macht nicht den Frag. Es ist Sowohl mit dem einen. Und dann stirbt auch der gute Dennis. Endlich hat man ihn rausgenommen. Rampus aber noch close vorne. Macht nochmal einen Frag. Über ihn steht auf jeden Fall noch ein Terror. Der springt gerade runter. Das ist von hinten Fred Deep. Und der könnte Impact bringen, aber da redet sich doch keiner um. Oh, jetzt macht es gut hier. Fred Deep zeigt sich nicht. Oh mein Gott, Fred Deep. Wie gut ist das Ding gemacht? Oh mein Gott, den ersten macht er. Und dann hätte er noch weiter rummanövrieren müssen. Das wäre gut gekommen. Fred Deep kann nur einen rausnehmen. Da wird aufgepasst und der Frag und der Punkt geht an LZ Pact. Auf jeden Fall nice try. Gut gespielt, gut gewartet. Kann man einfach so sagen. Aber da hat man halt nicht gewusst, wo die anderen T's sind. Man hat nur den Bombplant gehört. Vielleicht hat er gedacht, es sind nur zwei Spieler, die noch am Leben sind in dem Moment. Waren aber noch drei. Und der dritte konnte halt locker auf ihn abzielen. Ungünstig. Granaten fliegen gegen Gamer Legion. Die haben wieder reingeforst nochmal, weil es doch anscheinend genug Geld gab. Und man wollte alle wieder nullen. Und der Anschuss hier von Minace gegen Draken, der tut weh. Und erinnert einen an Katowice. Und Simple mit seinem zwei Trickshots. 3M4 ist immer noch dabei. Wie gesagt, die AWP auch noch. Also Gamer Legion immer noch brandgefährlich. Im Vergleich dazu Lunatic nur mit der Galil. Rusty aber Close Position. Hinter der Kiste. Jetzt ist er natürlich bekannt, weil er hat jetzt hier seine Smoke schon geworfen. Somit weiß man circa, dass da einer sein muss. Gehe ich fast von aus. Da steht übrigens Freddy B. Ja, aber ich sag, okay, alles klar. Ich sag immer Fred Deep. Ja, ich weiß halt nicht, wie die heißen. Tut mir leid. Ich bin da echt raus. Es gibt ja dafür leider keine, wie sagt man, Aussprache, Lexikon von den Teams, die dann einem sagen, wie die ausgesprochen werden auf Englisch oder so. Da müsste man wahrscheinlich sich die ganzen anderen englischen Teams angucken. Oder Streams oder Co. Was so abgeht. Aber danke dir auf jeden Fall für die Information. Der heißt Büro mit Nachweis. Also, Freddy B. Okay, also Freddy. Dann nicht einfach nur Freddy. Freddy ist gut, oder? Dann weiß ich Bescheid. Freddy. Freddy finde ich auch besser, weil Fred Deep ist irgendwie doof. Freddy finde ich gut. Freddy, da ist er gerade im vollen Fokus. Macht die gleich den Double. Gönnt sich hier erstmal für Gamer Legion diese Runde. Und von hinten Lunatic hat keine Chance. Was ist passiert? Der Bombplant ging durch und man macht den Easy Retake hier bei den Schweden. Mit dem guten Freddy. Nicht Fred Deep. Läuft. Und Frankfurter Typ, danke für deinen Host, mein Lieber. Weiter geht's. Wieder auch der Force bei Pact. Gucken wir nochmal aufs Scoreboard. 21 schon bei Dennis. Hampus 10, Draken 11. Also man hat das Doppelte an Facts bei Dennis im Vergleich zu seinen Teamkollegen. Und auf der anderen Seite, Antica Pact kommt gar nicht rein. 7 bei Minace. Oh, und der Frag wieder von Freddy jetzt hier gegen Sobol. Ah, das ist traurig und bitter für Pact, so Spieler zu verlieren. Es läuft einfach richtig gut bei Gamer Legion. Nicht umsonst steht man 9-3 oder 8-3 hier in der Liga aktuell in MDL. Und man möchte auf jeden Fall oben mitspielen. Playoffs sollten sicher drin sein. Jetzt geht's hier noch für Darko ran. Im 1 gegen 4. Keine Chance. Rusty steht da. Perfekt. Gamer Legion zeigt hier einfach richtig schönes Counter-Strike auf die E-Train. Und es sieht alles bis jetzt danach aus, dass man hier gleich ein 10-3 draus machen kann. Brutal! Die packen auf jeden Fall aus. Wir haben noch zwei Runden. Diese eine und die nächste. Deswegen gibt es immer eine Pistol Force bei Antica Pact. Bei unseren polnischen Freunden. Und die Jungs wollen vielleicht mal endlich ein paar Klicks verteilen. Also ich würde es feiern, wenn jetzt noch mal ein paar Deagle-Schellen plus 200 P250 klatschen ausgeteilt werden. Einfach fürs Momentum der Jungs einfach, dass man mal ein bisschen was Spannenderes jetzt hier gleich sieht. Und nicht sowas, dass Rusty jetzt hier sich gönnt. Rusty hält bis jetzt auf jeden Fall den Kistengang immer sauber. Ich weiß nicht, also eigentlich gefühlt hat jeder seine Aufgabe bei Gamer Legion und es klappt einfach alles. 90% rasieren komplett. Uiuiui. Rusty macht nochmal den zweiten Gegner, nochmal einen Anschuss rein.
Zwei Spieler noch am Leben. Sowohl mit dem ersten Frag. Das ist wichtig. Trotzdem parallel stirbt halt hier Goofy. Ja, und jetzt ist es Sowohl mit dem Versuch. Draken pushen einfach. 11 zu 3. Antika packt. Sieht hier gefühlt keine Sonne. Und sie haben jetzt nochmal in der letzten Runde der ersten Halbzeit die Chance mit 5 guten Waffen. Wahrscheinlich 1 AWP und 4 AKs. Vielleicht auch noch eine Sieg bei Lunatic oder SG, wie auch immer. Grüße gehen raus. Ich werde jetzt nochmal nachschlagen. Und dann werde ich was Neues lernen. Und danke an Gotti dann. Der hat mir jetzt was beigebracht. Aber mal kicken. Man hat jetzt hier erstmal seine beiden Six/SGs gekauft. Die beiden AKs der AWP. Jetzt brauchen wir eine Packed-Runde. Und ich würde sagen, diese gönnen wir auch komplett dem polnischen Team. Gucken wir mal, was die Boys machen. Gamer Legion super stark. Die muss man jetzt langsam mal aufhalten. Und da gibt es mal einen richtig schönen Boost hier für Minace. Aber die Smoke liegt einfach perfekt. Rusty macht wieder seine Aufgaben. Der hat einfach genau studiert, wie er diesen Kistengang spielen soll. Hier auf Train. Keine Sonne. Oder gar keine Sicht, besser gesagt, für die AWP. In dem Fall Minex. Man zielt alles nur ab, man wartet, man hofft, man denkt. Es wird hier ein aggressiver Pull hier von Push hier von Gamer Legion geben. Aber die bleiben sehr, sehr passiv. Diesmal gar nicht in der Mitte irgendwie aktiv. Sonst immer sehr, sehr offensiv teilweise auf dem A-Spot. Ne, also hier so. Aber diesmal überhaupt gar nichts zu sehen. Man ist eher auf der Grundlinie sehr passiv in dieser Runde mal komplett. Richtig gut jetzt hier in dem Fall. Komplettes Tempo rausgenommen aus ihr von dem Team und wartet einfach nur auf Antika Pack, dass die hier den ersten Schritt machen und einen Fehler machen. Man will hier ganz klar das 12 zu 3 haben, man spürt es richtig, förmlich. Um am Ende dann mit der Pistole 3-4 Runden zu holen. Aber Freddy jetzt hier mit den Schüssen. Oh, und er macht den Anschuss gegen Sowohl. Da gönnt man sich. Und jetzt, damit macht man ja auch Damage und man macht ein bisschen Stress. Und das soll der Explosionscore werden. Nochmal ein Schuss gegen Lunatic. Das kann ja fast nicht sein, was der gerade hier macht. Jetzt, was passiert jetzt hier? Man geht runter am Pop-Top. Da ist man raus jetzt hier. Frag von Draken. Freddy auch noch einen. Es sind nur noch drei Spieler. Sowohl Lunatic und Co. Oben steht auch wieder auch noch einer. Da hat man erstmal Freddy rausgenommen. Es sind noch zwei. Darko und Sowohl. Darko, letzter Mann am Leben jetzt hier. Keine Chance für ihn. Hampus und Co. zu stark. Man überlebt mit drei Spielern, was aber egal ist, denn es geht in die zweite Halbzeit. 12 zu 3. Gamer Legion. Extrem dominant. Packt. Hat einfach gefühlt gerade gar keine Chance. Und könnte hier gleich komplett überfahren werden. Brutale Überfahrt gerade, ja, was hier dann abgeht. Stark wie Gamer Legion spielt. Sehr stark. Aber ich, der wirklich ein Noob ist und der ist erstmal die ganzen Teams jetzt zu kennen mit der MDL gleichzeitig. Muss man so sagen, nebenbei. Wenn man rein von der Statistik geht, von der Map, mit einem Stats von 9 zu 3, sollte man das erwarten, dass dieses Team auf jeden Fall das 9-Plus-Ultra-Team ist. Aber trotzdem, ich denke, es ist gegebenenfalls auch relativ close zum Teil. Also, aber Gamer Legion hat ja sowieso in letzter Zeit gut performt, wenn man die ganzen Qualifier in den verschiedenen Ligen, Events so sieht. Also hat man ja oft dann Gamer Legion auch sogar, glaube ich, im Close-Qualifier gesehen. Also starkes, starkes Team, nicht umsonst in der MDL. Ja. So, nächste Runde ist angebrochen. Es ist die erste der zweiten Halbzeit. Gamer Legion hier als Terror jetzt unterwegs. Gegen Pact als CT und Draken und Dennis direkt die zwei First Frags. Minace mit einem Konter, aber im Pampus vorgepusht. Hampus mit keinem zweiten. Goofy und Sowohl. Hier haben wir es mit 2, wir haben es 2 gegen 2. Kann es die Runde werden für Pact oder nicht? Man ist schon im Close-Fight. Draken hat den ersten Spieler gesehen. Sowohl ist aber auch jetzt bewusst, dass er noch ein Terrorspieler ist. Und hinten schleicht hier auf jeden Fall Freddy durch. Der kriegt den Kick und die Bombe droppt. Warum er nicht mal wegrotiert ist und vielleicht auf den B-Spot gerannt. Und dann von hinten kommt hier Goofy. Der ergänzt sich hier vielleicht gleich den Frag Draken. Nur noch 57. Aber die Glock hat mehr Schaden gemacht. Und das könnte vielleicht nochmal im 1 gegen 2 die Runde werden. Und Sowohl trifft hier nicht rein. Und das ist Draken mit dem ersten. Macht er noch den zweiten? Draken! Der holt die Runde doch. Kurios für mich. Das hätte ich eigentlich jetzt hier für Pack gesehen. Draken holt die Pistole hier für Gamer Legion. Und das tut so weh für die Jungs aus Polen. Für Pact. Ich glaube,
Das war das. Das ich, ganz ehrlich, ich glaube, das war das Ende jetzt. Pact ist, glaube ich, gebrochen. Die brauchen jetzt so einen übertriebenen Enrage-Ausraster 10 Runden lang. Aber das jetzt nochmal zu verlieren, ich glaube, das tut extrem weh. Schade! Und vielleicht war auch eine Misskombination, wahrscheinlich weil er zur Bombe gelaufen ist, irgendwie sowas. Ganz, ganz bitter gelaufen. Hier für Pact. Nichts, aber mit einem Frag und wir haben nochmal 2 gegen 2. Es geht jetzt aber relativ schnell jetzt hier gerade, was hier passiert. Na gucken wir mal, Dennis aber und Hampus holen wir uns ein. Jetzt hat man es 14 zu 3. Nächste Runde geht an die Jungs. Man hatte reingeforst, das heißt, man muss jetzt eigentlich eine Full Echo spielen auf Seiten von Antica Pact. Und somit sollte es hier das easy 15 zu 3 sein. Und danach heißt es hier von Antica Pact 12 Runden oder lose. Und Gamer Legion, so wie sie bis jetzt spielen, werden sich diesen Sieg nicht mehr nehmen lassen. Die Frage ist bloß, wird es das 16 zu 3? Oder sehen wir hier nochmal eine zweistellige Zahl sogar bei Pact? Ich bin gespannt. Oh, Pact entscheidet sich dafür. Wir forcen rein. Keine Full Echo. Und wenn die dann verloren geht, okay, man kann nochmal reinforcen, weil man immer noch das Bonus Money hat. Es sieht nicht gut aus für die Jungs von Gamer League, von Antica Pact. Leider nein. Schluckchen Tee trinken ist immer gut. In dieser heutigen Zeit. Und los. Weiter geht's. Nächste Runde angebrochen. Man möchte jetzt hier diese Runde holen aus Sicht von Antica Pact, aber Rusty hat was dagegen. Den ersten, den zweiten kriegt Dennis, dann kriegt Drake noch einen, jeder darf einmal ran. Und das ist Darko mit dem ersten, aber die smoken perfekt einfach für Gamer Legion. Das sprayt man einfach nur durch die Smoke, keine Chance. 15 zu 3, es sieht nicht gut aus. Es sollte fast der Sieg sein für die Jungs hier aus Schweden. Brutale Aktion hier, was passiert ist einfach hier in dieser Partie. Aber okay, passiert. Danke auf jeden Fall, Ocelot. Ja, man, wir arbeiten ja auch dafür. Und ich habe ja auch da sowas auf Twitter dazu geschrieben. Der Werdegang, 3 Jahre lang Cast. Kannst du ja auch gerne mal durchlesen, wenn du Bock hast. Wenn einen sowas interessiert. Oh, mir nice. Wichtiger Frag ist jetzt am Anfang. Gegen Harbus mit der Pumpgun. Das war jetzt einfach so, komm, scheißegal, einfach pushen. Die kleine Rampe hier am B-Spot und dann holen wir den Frag. Und das hat sich gelohnt. Man hat jetzt erstmal eine Sieg bekommen. Und mit der will man jetzt erstmal ausrasten. Trotzdem ist es vielleicht nochmal ein kleines Aufkommen. Vielleicht nochmal eine vierte Runde. Aber mal schauen. Das ist Slaughter. Das ist eine Abschlachtung. Ja, kann sein. Aber Sobol auch nochmal. Luna hat den ersten, zweiten. Was für ein Ding jetzt nochmal hier. Die zeigen nochmal, dass sie es können. Die werden nochmal lebendig, die Jungen von Antica Pact. Aber warum immer erst in der letzten Runde? So oft und so schade eigentlich fürs Team. Ich denke, man kann es auch. Und die Jungs sind auch stark. Aber Gamer Legion ist einfach stärker gerade. Aber Dennis lebt halt noch. Aber der kann halt nicht alles abdecken. Wie nice von der Seite mit der gestohlenen Sig und somit das 15 zu 4. Da gibt es doch mal eine Runde da. Die Frage ist, Geld ist vorhanden bei Antica Pact auf jeden Fall. Aber bei Gamer Legion auch. Und die wollen wir mal reinforsten jetzt hier. Wobei, so viel ist es jetzt nicht. Wie viel hat man jetzt zusammengekratzt? Eine AWP, 2 Sigs, eine AK noch und die eine Deagle. Also es ist ein gutes Line-Up. Jetzt geht's los. Wird es die entscheidende Runde oder kann Antica Pact die nächste holen? Aber es sind halt so viele Polsterrunden für Gamer Legion. Sie müssen nur eine Runde holen. Und wir haben noch 11 Runden zu spielen in dieser zweiten Halbzeit. Richtig übel. Oh, schöner Run-Boost jetzt hier gegen Minice. Aber der direkt mit dem Konter. Sofort die Smoke am Start. Vielleicht kann man noch was, wenn er geboostet wird jetzt hier, einen Koffer bauen. Das ist eine richtig schöne Aktion von Minice. Der muss sitzen. Bupp. Das war's für ihn. Jetzt gibt's die Granate nochmal auf Close Position. Und die zeigt auch nochmal ganz gut. Rusty, 50%. Und jetzt macht Minice den Rusty. Alter, wenn jetzt diese jetzt hier fadet. Das ist perfekt in dem Moment. Aber Draken hat's auf dem Schirm. Schön gemacht von ihm. Man fällt halt nicht auf dieselben Tricks ein. Ah. So sieht's aus, Anjeschka. Ich habe alles selber gearbeitet mit Putt.
und so sitze ich mich raus. Reinen Gewissens, diesmal kann man sagen. Klar, ich habe meine Stadien, klar, ich habe MDL gecastet bei guten Metzger. Deswegen habe ich auch in meiner Geschichte erzählt, wo diese gewissen Bausteine waren, die viel mit dazu beigetragen haben, dass man ab und zu mal weiterkam oder die geholfen haben, Kontakte, Netz genetzwerkt und nebenbei waren halt so viele Leute noch, die man gar nicht aufziehen kann, die ich im Counter-Strike-Bereich kennengelernt habe. Es war einfach, es ist ein schönes Erlebnis, es ist eine schöne Sache und deswegen hoffe ich auch, dass man immer wieder Leute trifft, auch auf den Events. Natürlich müssen sie sich auch vorstellen, damit man auch weiß, wer es ungefähr ist. Und die müssen auch schon öfters da sein, dass man auch weiß, mit wem man hier zu tun hat. Aber Lunatic und Co. noch am Leben. Lunatic den ersten, Lunatic rechts bitte. Hol die AWP. Goofy macht aber den Direct, macht aber den Frag. Und es ist so wohl. Und nur noch Goofy am Leben. Und mein Gott, das sieht nicht gut aus. Jetzt gibt es nochmal eine Granate hinterher. Die, und den Wallow. Und das ist das 1 gegen 3. So Bull muss es rasieren gegen Hampus. Und Draken und Co. Hampus hat da 1 gegen 2 Situation. Oh, die AWP. Draken zielt schon. Das war's. Da gewinnt man hier auf Seiten von Gamer Legion. 16 zu 3. Ja, 16 zu 4, Entschuldigung. Und da war es gewesen. Keine zweite, keine fünfte Runde mehr für die Jungs. Well played, da kannst du nichts tun. Somit holt Gamer Legion hier eine 10. Runde schon. 10 zu 3 stehen sie aktuell. Ganz oben, also ich denke, die werden easy in die Playoffs kommen. Und damit macht man schon eine Ansage. Ich bin gespannt, wer noch alles so da oben performen kann. Klar, man darf nicht vergessen, eine Best of One ist eine Best of One. Ich denke, in den Playoffs gibt es dann überall Best of Threes und deswegen, glaube ich, wird es dann noch einige interessante Matches geben. Und da schauen wir mal, wie man dann so auf Augenhöhe spielt. Denn ich sag nur, Unicorns und Dwarf, die wir gleich im Anschluss casten werden, für mich das beste Beispiel in dem Fall. Sie standen, glaube ich, 6 zu 9, 7 zu 9, irgendwie so, hatten gerade so die Playoffs erreicht und jetzt sind sie in der NDL. Also eine geilere Geschichte kann man nicht schreiben und da bin ich echt gespannt. Deswegen, Counter-Strike ist immer so ein Ding. Deswegen, danke schön fürs ganze Reinschauen. No problem, Simon Perdens. It was amazing. It was me a pleasure, bro. To cast for you. Next time, I hope you have checked your follow button on Twitter and here on Twitch. And we see, and I, with my colleague, normally we are a duo cast. See you again. So, bye bye. Und ich sag auch, haut da rein, bis zum nächsten Cast, der dann hier um 18 Uhr startet. Also GG, well played hier an Gamer Legion. Schade ist verpackt, die kamen gar nicht ran überhaupt. Stehen selber jetzt 6 zu 5 dann in der Liga. Und das Feld der Teams rückt näher zusammen. Es gibt ein paar Ausreißer und der Rest ist sehr kompakt. Also haut da rein. Habt einen schönen Tag. Du auch. Have a nice day, Bro. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Macht's gut. Ich hoffe, Pat ist dann da. Ansonsten später auf jeden Fall. Macht's gut. Everybody loves an underdog. Who needs to be liked? Mountain Dew Amp Game Fuel. Victory in a can.